Dazu wird noch ein spannenderes Video kommen zu dieser Maschine. Aber das soll nicht Teil des Videos sein. Also doch Teil des Videos, aber nicht Schwerpunkt des Videos. Der Schwerpunkt soll nämlich sein, der 1. Oktober 2018. Ein legendärer Tag für alle, die auf modische Kleidung beim Motorradfahren stehen oder für den Casual-Alltag. Denn, hört, hört, mein liebes Gefolg, es wird der Yamaku-Shop neu eröffnen, beziehungsweise jetzt Shop die zweite. Der Shop eröffnet am 1. Oktober, also seid gespannt. Ja, mich haben einige Leute angeschrieben, wann endlich der Shop öffnet. Ich habe irgendwie, das hat sich so ein bisschen alles nach hinten gezogen. Nadine, was machst du denn da? Warum überholst du denn das da, Mann? Mann! Warum bremst du so doll? Warum überholst du denn? Meine Fresse! Da muss man erstmal hinterherfahren. Tut mir leid, das war jetzt Nadine schuld an der Unterbrechung. Also die Kritik alles an die Pinky auf Instagram. Nadine hat auch so einen geilen Hoodie an, aber der Hoodie von Nadine, das ist ein Nadine Pinky Yamaku Hoodie Special Edition. Der gibt's für niemanden, außer für 99,95 Euro. Dann könnt ihr Nadine Pinky Special Edition Hoodie kaufen. Davon gehen dann 5% des Gewinns an Nadine Pinky. Also wird demnach nichts an wohltätige Zwecke gespendet. Nein, Spaß beiseite. Also, ich habe den roten Yamaku Hoodie an. Den gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Ich habe ja am Anfang des Videos habe ich so ein paar Schnipsel. Nadine, die Speicherkarte. Hast du die schon wieder? Die Speicherkarte von Dingskirchen hier. Ja, dann habt ihr am Anfang die Schnipsel gesehen, genau. So ein paar kurze Videoclips von dem Merch mit der ganzen Crew. Ja. Oi. Kurven. Ducati. Achtung! Das ist ein VW. VW-Fahrer sind ganz kriminell. Kann ich machen. Bringt uns aber nicht viel. Nicht, dass meine Bremse gleich wieder so Geräusche macht. Ach nee, das habt ihr ja gar nicht mitbekommen in diesem Video. Ja, also, wenn ihr wissen wollt, warum die Bremse ganz komische Geräusche macht, wie ein Güterzug, der gerade bei Bahngleisen vorbeifährt, dann guckt euch das Video an, was, keine Ahnung, ob das morgen kommt oder ob das, ja, ich versuche, dass das morgen kommt dann. Ja, dann könnt ihr euch das nämlich angucken. Ja, diese Shop-Ankündigung, die ich jetzt hier gerade mache. Ja, so früh wie möglich, ne? Ja, ich muss gleich zu Kimi Kimko noch. Ich hab Kimi Kimko einen Maulwurfskuchen gebacken. Der sieht echt deluxe aus. Den seht ihr mit Sicherheit noch auf Instagram bevor das Video online kommt. Weil der einfach Premium ist, den ich so gemacht habe. Ja, ja. Also, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, kein Motorrad. Bei dem schönen Wetter ist uns kein Motorrad entgegengekommen, sagt Nadine. Also ich würde sagen, das reicht uns als Ankündigung. Wir wollen es ja nicht in die Länge ziehen. Ich hoffe, ach genau, es wird bei dem Shop eine, ja moin, es wird bei dem Shop eine Funktion, in dem Shop ist eine Funktion drin, dass Leute, die auf Instagram
Bilder posten mit dem Merch an. Hat er das Klackern, ne? Klack, 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 klack. Ja, also Leute, die Bilder posten mit Merch, müssen unbedingt das Hashtag Yamako Merch beim Bild mit dazu haben. Dann sieht man nämlich die, das Bild wird dann angezeigt auf der Shop-Seite. Dann könnt ihr euch da mal so präsent zeigen, die Yamako Army. Präsent zeigen, ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst Nadine kein Abo auf Instagram da, aber diesem Video einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, abonniert ihr mich auf Instagram, ne? Und bis zum nächsten Motovlog, Leute. Tschüss.